Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Und jetzt wieder ein Video über einen Golf 3 Schalter, wo ich umlöde auf blaue Beleuchtung. Diesmal handelt es sich um den Verdeckschalter vom Cabrio. Ja, und ich würde sagen, legen wir los. So, der Schalter liegt jetzt vor uns hier. Und wie der aufgeht, ist ganz einfach. Wir haben hier jetzt Klipse. Da müsst ihr aber vorsichtig aufmachen, dass er das Gehäuse nicht kaputt macht. Weil ich habe jetzt auch gehört, die Golf 3 Cabrio Schalter hier sind sehr selten wieder zu bekommen, weil die halt rar sind. Und ja, jetzt haben wir es schon offen. Die gehen auch dann später nur in eine Richtung wieder zusammen, weil wir haben ja hier dann die Tastfunktion. Und so, die LED ermitteln zwecks Kontakt ist wie folgt. Wir haben jetzt hier unten einmal die 31 drin als Kontakt, hier unten steht auch drauf, und einmal eine 58B. 58B ist Minus und 31 ist Plus. Jetzt lege ich jetzt mal Strom an. Man sieht, die LED leuchtet, und die löten wir jetzt aus, und ja, dann geht's weiter. Wie man die jetzt rauskriegen, ist ganz einfach. Die ist eigentlich nur reingesteckt, die LED. Also so ist sie gleich schon wieder außen. Und wir müssen jetzt mal gucken, die größere Seite ist da und die kleinere Seite von der LED ist da. Kathode, Anode schimpft sich das. Jetzt gucken wir mal hier, wo das da ist. Das machen wir so und tun uns das gleich anpassen, dass wir sie, wenn wir sie so reinlegen, gleich richtig rum einlöten. Und jetzt können wir die einfach so rausbrechen. Können sie auch löten, aber das geht schneller. Und jetzt tun wir die hier wieder rein. Dazu halt den Kontakt so gut wie möglich nach unten biegen und dann in das Gehäuse hier wieder rein. So, war jetzt ein bisschen eine Fummelaktion, deswegen kleiner Cut. Ja, wie gesagt, die Seite hier ist Plus, die hier ist Minus. Also das wird jetzt dann hier direkt angelötet, die Minusleitung, und bei der Plusleitung müssen wir, wie gesagt, noch einen Widerstand dazwischen machen. Und dann ist das eigentlich auch schon umgebaut. So, die Minusleitung mal anlöten. Ihr folgt hier einfach einen kleinen Lötpunkt drauf. Sollte dann verhalten. So, und jetzt brauchen wir noch einen Widerstand. So, ich habe jetzt das hier festgelötet. Und das zwicken wir jetzt hier weg. Hier haben wir es festgelötet, zwicken wir weg. Und hier müssen wir jetzt dann halt schauen, dass wir es irgendwie weggezwickt bekommen. Ich denke, das wird dann schon so hinhauen, wie wir wollen. So. Und den Rest kann man noch ein bisschen so runterbiegen. Ich würde sagen, Funktionsteste. So, der Funktionstest, wie gesagt, erstmal die Kabel anschließen. Aufpassen, dass er nicht auf Plus und Minus zusammenkommt, weil sonst gibt es kurz Schluss. Ja, ich würde sagen, funktioniert. LED leuchtet. Kommt wieder leider lila im Video rüber. Jetzt kann man das hier noch draufstecken. Wie gesagt, vorsichtig, ihr habt nur eine Seite, wie es drauf macht. Jetzt gucken wir mal, ob es genau drauf geht oder ob wir Schwierigkeiten haben, das Ganze drauf zu bekommen. Gucken wir mal. Ich habe es jetzt zusammengesteckt. Es lag nicht an der LED oder so, dass es nicht zusammenging. Ich habe einfach schlichtweg das Gehäuse einmal komplett um die komplette Achse verdreht zusammenstecken wollen.
Ja, wie gesagt, geht sonst nicht. Und jetzt, ja, erleuchtet. Und jetzt hätte man ja, den auch fertig. Klackend oder auch. Also das soll er auch tun. Und ja. Ja, so einfach geht es jetzt mit dem Verdeckschalter. Einfach diese LED tauschen. Und dann, ja, funktioniert das schon. Wie gesagt, immer auf die Richtung achten, plus minus. Sollte der dann im Auto nicht funktionieren, dann wisst ihr gleich, aha, LED ist einmal komplett verpolt. Ja, wie auch schon im letzten Video erwähnt, sagt mal was dazu. Oder wenn ihr jetzt gerade neu zuschaut, wie findet ihr das, wenn man jetzt so ein Golf 3, wo eigentlich eine grüne Beleuchtung hat, auf blau umzurüsten? Ja, wie gesagt, könnt ihr eure Meinungen mal hier unten rein posten. Wem das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Gegebenenfalls einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und ja, wer neu ist, kann mich jetzt kostenlos auf YouTube abonnieren. Somit verpasst ihr auch kein Video mehr. Wenn ihr dann immer up to date sein wollt, dann klickt neben den Abonnier-Button auf die Glocke und somit werdet ihr gleich benachrichtigt, wenn das neue Video online ist, beziehungsweise wenn ein neues Video kommt. Ich sage Servus, dere mit E, das Wosche und bis zum nächsten Video.